dürften noch gerade so gehen. Jetzt ist aber auf jeden Fall auch die Etage immer wieder gesichert, befriedet. Und hat uns ein paar Erfahrungspunkte gegeben. Gut, aber jetzt weiß ich wirklich nicht, wo noch ein Kristall sein könnte. Also so ein Power Gem. Weil hier habe ich ja, glaube ich, auch nichts mehr liegen gelassen an Bolzen. Ne, sieht nicht danach aus. Gut. Dann würde ich sagen, wir verdünnisieren uns wieder über den Hamlet. Da lang. Weil ich sehe echt nicht, dass es hier noch was zu holen gibt. Irgendwo. Und so wie ich den Inselmeister kenne, oder wie ich denke, dass ich ihn kenne, höre ich noch eine Spinne. Ach, da ist noch eine. So. Ups. Naja, komm, gegen eine Spinne können wir auch Pistolenmunition verbrauchen. So. Meine Bolzen bitte wieder. 18 Bolzen sind okay. Und dann einmal raus hier. So. So, hinter mir ist das Tor wieder zugefallen. Da haben wir das friedlich. Und ja, ich sag's nochmal, wer sich ein 100% Run wünscht, der kann das gerne sagen und mir auch Tipps geben, vor allem wo ich die letzte Truhe und so finde. Also mir fehlen ja jetzt noch 10 Secrets, wobei ich davon ausgehe, dass wir in der Burg noch welche finden. Ein Treasure und ein Epic Item, also das ist wahrscheinlich das Brustrüstung vom Rogue Set, die fehlt uns noch. Dann sollten wir auf 6 und 6 sind 12. Nö. Doch, das könnte auf jeden Fall das Bruststück vom Rogue Set sein. Also, wenn ihr mir noch sagen könnt, wo wir die Sachen finden. Also, was ich übersehen habe, es ist ja nicht mehr viel, also bin ich jetzt offen für Tipps und Hinweise. Dann immer raus mit der Sprache. Hier ist es gerade ruhig. Tarion hat wieder mal Hunger. Tarion versorgt uns aber auch gut mit Kräutern. Was mir gerade so einfällt. Jedem von denen ein... Mist. Okay. Das war falsch. Jeder von denen kriegt noch eine Stärke-Potion. So. 4 Sachen kann ich noch brauen. Eine Dex-Potion für jeden von den beiden wäre noch nicht schlecht. Weil, wie ist ihre Accuracy? 16 und 17. Kann mit 50 nicht gerade anstinken. Seine Accuracy ist, glaube ich, auch nicht gerade die beste, oder? 30 ist immer noch besser als das, was die beiden gerade haben. Also gibt's, was steht für Dexterity? Gelb, okay. Gibt's für beide jeweils eine Dex Potion. Dex und Dex, das erhöht es wenigstens, ja, um 2 Punkte, ist gut. Und dann würde ich sagen, kriegt sie oder er
kriegt zwei Health Potions. Das müssten die grünen sein, genau. Potion of Vitality, genau. Also. Gut. Damit sind alle ready. Für das letzte Kapitel. Wir sind jetzt, glaube ich, bei Folge 113 müssten wir jetzt sein. Und nähern uns langsam dem Ende zu. Hm? Aber ja, finde ich gut. Das Spiel hat auf jeden Fall bis jetzt ziemlich viel Spaß gemacht und ich werde es offscreen, also privat, wahrscheinlich auch noch öfter zocken. So. Die Buddha-Statuen sind befriedigt. Wir gucken in die Festung rein. Ein verfluchter Kompass. Und was steht hier? Mein lieber Besucher, ich habe niemals erwartet, dass ihr so weit kommt. Wie auch, so soll es sein. Es ist meine Pflicht, meine Gäste in meinem bescheidenen Haus zu bekommen, zu begrüßen. Trefft mich oben, also auf dem Dach des Schlosses. Und hier wären noch mal Nischen, wo man Zeug reinpacken könnte. Ah ja. Muss die Musik hier so beklemmend sein? Der Raum da sieht schon mal recht interessant aus. Was ist der verfluchte Kompass? Die Nadel dieses Kompasses bewegt sich nervös. Dort ist schon mal ein Schlüsselloch in einem Portaltor. Aber erstmal will ich sehen, wo die Leiter zu dem Ding ist. Da drüben ist die Leiter. Da ist ein Portaltor. Da habe ich einen Hebel irgendwo. Ne, den habe ich mir wohl gerade eingebildet. Was steht denn hier? Kreation des Mythos und die fünf Elemente. Okay, große Geschichtstafeln. Das werden wir gleich lesen, wenn ich den Raum fertig abgegangen bin. Also der Inselmeister hat schon mal... Hier gibt's was. Was auch immer ich gerade gedrückt habe, war wohl nicht so gut. Habe ich da drüben was geöffnet? Ja, habe ich. Okay, ich habe gerade ein Secret gefunden. So. Muss ich schnell sein. Mist, war ich nicht schnell genug. Ich glaube, ich darf mich nicht drehen. Drehen kostet zu viel Zeit. Ah, hat auch wieder nicht geklappt. Okay, ich versuche erstmal an das Secret zu kommen. Ups. Ja, so nicht. So schon eher.
Und ich kann ja eigentlich auch gleich nach rechts gehen. Wenn ich hochgeklettert bin, so spare ich mir zwei Teile. So. So, Secret gefunden. Kanonenkugeln. Wurfäxte. Eine Tome of Knowledge. Ein Skillpunkt. Ja, du könntest den Water Magic Skillpoint vertragen. Ne, ich denke mal, ich gebe ihm den Skillpoint. So. Damit ich das Achievement auch geschafft habe. So, Skull. Jetzt haben wir schon 9 Skulls. Also hätte ich einen Minotaurus dabei, der würde jetzt abgehen wie Zau. So, ist hier drin noch was? Nicht wirklich. Und das war auch das einzige Secret, denke ich mal, was dadurch aufgegangen ist. Gut. Machen wir neues Licht. Und jetzt lesen wir mal. Die 5 Elemente. Alles, was im Universum wichtig ist, ist von den 4 Grundelementen erschaffen worden. Feuer, Erde, Wasser und Luft. Feuer liegt gegenüber vom Wasser, wie Luft gegenüber von Erde. Aber ohne das 5. spirituelle Element gäbe es nur die Leere. Weil alle Materie auseinanderfallen würde, wenn sich die anderen 4 Elemente gegenseitig aufheben würden. Wir alle nennen das 5. Element Balance. Balance-Rune. Wobei vielleicht der Zerstörer der Balance ein besserer Name wäre, ein passenderer Name. Okay. Creation of Myth. Für nahe eine Unendlichkeit waren die, die Grundelemente in Equilibrium, also im Einklang. Und es gab nur nichts. Dann kamen die Geister und der Erschaffungszauber wurde gesprochen. Mit diesem Zauber wurde das 5. Element erschaffen und das Equilibrium, was heißt das nochmal? Das ist nicht Einklang. Ah, wie beschreibt man das auf Deutsch am besten? Also eigentlich, wenn sie sich nicht rühren, wenn sie festsitzen, würde ich es mal nennen, wurde das Equilibrium unterbrochen. Und das Universum ist in seiner Existenz explodiert. Beziehungsweise in die Existenz. Der Urknall. Die Spirits sind gegangen, aber die Wörter über den Erschaffungszauber verblieben im Universum. Sollte er jemals verloren gehen, würde das die Erschöpfung rückgängig machen. Deswegen sind die Wörter des Erschaffungszaubers in der Nexus bewacht. Okay. Gut. Dort würden wir wahrscheinlich noch mehr Hinweise auf den Erschaffungszauber, also auf den letzten Schrein kriegen. Gehen wir aber erst einmal hier weiter. Das sieht doch schon mal wieder interessant aus hier. Also ja, der Inselmeister hat ein interessantes Gebäude. Aber hier ist diesmal wohl nichts. Ich werde mich gleich nochmal genauer umgucken, wenn ich Silastra was zu essen gegeben habe. Irgendwie sind die Jungs hinten schneller hungrig als die vorne.